Legen wir los. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Vorletztes Heimspiel in dieser Saison am Samstag gegen Braunschweig. An dieser Stelle darf nochmal auf den autofreien Familienspieltag hingewiesen werden. Wir rechnen mit über 13.000 Zuschauern. Buntes Rahmenprogramm für Kids. Dementsprechend haben sich auch über 1.000 junge Kleeblatt-Fans angekündigt für dieses Spiel. Freut uns sehr. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn möglichst viele auf das Auto am Samstag verzichten. Das zum Organisatorischen. Damit zum Sportlichen und zu unserem Chefcoach Alex Zorniger. Ja, hallo zusammen. Es war, wir haben nach dem intensiven Spiel gegen Wiesbaden 2 Tage freigegeben. Ja, damit war es jetzt eine etwas kürzere Woche, aber immer noch lang genug. Ich glaube, jetzt gegen Ende der Runde kommt es ganz massiv darauf an, die Kräfte zu bündeln. Das wollen wir jetzt auch wieder. Robbie Wagner kommt aller Voraussicht nach zurück auf Chu. Luca Ito und Nico Gisselmann müssen wir noch eine Weile verzichten und wollen wir auch eine Weile verzichten, weil es einfach wichtig ist gegen Ende der Runde jetzt, dass wir es dann nachhaltig hinkriegen. Simon Asta ist mit der 5. gelben Karte draußen und ansonsten sind eigentlich Orestes Kiyomizoglu ist wieder heute ins Training eingestiegen, aber er war jetzt eine Weile draußen. Und damit ist er fürs Wochenende auch noch kein Thema. Und Nils Körber nach wie vor bis zum Ende der Runde auch raus. Ich hoffe, dass ich dieses Mal jetzt alle habe. Ansonsten sind alle dabei. Und natürlich nach dem Sieg und nach dem Spektakel in Wiesbaden war die Stimmung auch besser, wie wenn du die Spiele davor ohne Punkte heimgefahren bist. Wir wollen da jetzt weiter dranbleiben gegen Braunschweig und zum einen nichts verwerfen lassen in Richtung Abstiegskampf, zum anderen aber auch einfach bei den Heimspielen uns was Gutes tun. In der Runde, über die wir schon ab und zu mal gesprochen haben, wo wir sicherlich der eine oder andere Punkt mehr haben sollten und auch könnten, aber halt nicht haben. Und auf das konzentrieren wir uns jetzt gegen einen Gegner, der seit Übernahme von Daniel Czerny, glaube ich, hat man gehört, auf Position 6 ist. Also eine sehr, sehr gute Zeit seitdem spielt, aber trotzdem sind sie halt immer noch hinten drin mit einer Menge Erfahrung, einer Menge Speed, durchaus Gefahr bei Standardsituationen, weil sie eine absolute Körperlichkeit haben. Und da wollen wir drauf vorbereitet sein, also da sind wir dann auch drauf vorbereitet, aber trotzdem unser Spiel natürlich spielen. Vielen Dank. Eure Fragen, Florian Fraunholz, Frankenfernsehen fängt an. Ja, hallo Herr Zorniger. Mit Hinblick auf den kommenden Spieltag gegen Braunschweig, was erwarten Sie da für einen Gegner? Braunschweig, haben Sie ja selber gesagt, steht hinten drin, hat aber auch viel Selbstvertrauen in den letzten Wochen getankt. Erwarten Sie eher eine defensiv ausgerichtete Mannschaft von der Eintracht? Sie kommen schon übers Umschalten. Ja, Sie haben eine Menge an Speed, habe ich schon gesagt. Vor allem auf den Außenpositionen, aber auch in der Spitze. Ich denke, dass sie uns im Aufbau durchaus mal zusetzen werden, aber versuchen werden, relativ wenig Platz hinter sich zu lassen. Und da wird man natürlich auch ansetzen mit. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die jetzt gegen uns mit 75% Ballbesitz spielt. Ich glaube, das ist ihnen gar nicht so wichtig. Ihnen wird es wichtig sein, effektiv zu spielen. Auch jetzt am Wochenende wieder 3 Tore. Ja. Das heißt, in der Rückrunde stehen wir defensiv noch nicht ganz so stabil. Da werden sie ansetzen. Wir werden versuchen, nicht unbedingt die Defensive stabiler zu machen, aber die Situationen, in denen wir in der Defensive dann Ansatzpunkte bieten, die möglichst gering zu halten. Das hängt auch davon ab, wie pfleglich wir mit dem eigenen Ballbesitz umgehen und wie zielgerichtet. Flo? Teil von dem, was ich gesagt habe, habe ich auch tatsächlich gesagt. Ja, nämlich nur das, dass wir so gut wie möglich abschneiden wollen. Ich habe niemals gesagt, dass mir die letzten Spiele nicht so wichtig sind, ja, als Einstieg Ihrer Frage. Niemals. So etwas würde ich niemals sagen. Ja, mir ist es eminent wichtig, dass wir an jedem Spieltag, egal ob in der Verbandsliga oder in der Bundesliga, das Maximum aus sich rausholt. Und das beinhaltet dann auch,
dass wir maximal erfolgreich sind. Und damit ist die zweite Frage eigentlich auch schon, die eigentliche Frage auch schon beantwortet. Es ist für mich immer wichtig, ja, weil ich sehe meine Spiele oder die Spiele meiner Mannschaft immer als Produkt von mir selber. Mit welcher Einstellung geht die Mannschaft auf den Platz? Mit welcher Einstellung ist der Trainer dabei? Ja. Wie gut spielt die Mannschaft? Wie gut hat der Trainer mit seinem Team unter der Woche auch gearbeitet? Da sehe ich schon, irgendwann hat mir mal in Amateurzeiten ein Spieler gesagt, Trainer, Sie nehmen das viel zu persönlich. Klar nehme ich es persönlich. Ja, ich nehme alles, was im Sport passiert, persönlich. Michael Fischer von der Nachrichten. Zorniger Emanuel hat es gerade gesagt, 13.000 Zuschauer kommen. Damit ist auch klar, dass es diese Saison ein Zweitliga-Zuschauerrekord in der Fürther Historie wird. Das ist etwas, was Sie sich auch auf die Fahne schreiben, diese Entwicklung in den letzten eineinhalb, zwei Jahren? Nee, nicht. Ich glaube, dass es eine gute Entwicklung innerhalb der Stadtgrenzen gibt und natürlich darüber hinaus für alle, die es mit dem Kleeblatt halten. Ja, und das tut natürlich gut. Ich glaube, wir haben... das ist auch eine Entwicklung, die davor schon stattgefunden hat, ja, mit viel Identifikation, mit viel Jugend auch, ja, mit viel Verzeihen auch. Das ist schon relativ dicht eigentlich am Leben dann auch drin, ja, von anderen auch. Und deswegen können wir uns alle ein Stück weit das auf die Fahnen schreiben, aber es ist ja jetzt nicht so, dass seitdem Zorniger da ist, der Zuschauerschnitt von 4,5 auf 12.000 Zuschauer hochgeht. Ja. Optisch, wenn ich da die Trainer in der ersten Liga sehe, die sind auch besser anzogen wie ich. Also man kann es auf Sportliche beziehen, ja, weil man, aber nicht unbedingt, dass wir da jetzt irgendwas gemacht haben, was da dazu brutal beitragen hat. Aber diese Konsequenz im Umgang mit Situationen, dieses auch an sich, immer wenn ich an jedem Wochenende meistens irgendjemand da habe, dann sagen sie, dass einfach die Atmosphäre extrem gut ist, auch extrem positiv, ja, positiv. Die Leute brauchen nicht zwingend in einer Welt, die man so nicht unbedingt haben muss zurzeit. Ja, hier beim Fußball dann auch noch irgendwo dort eine Schlägerei und dort was Negatives und dort nur, auch wenn ich meine fränkische Freunde vielleicht dazu tendieren, ab und zu ein bisschen negativ zu sein. Aber ich finde schon, dass die Grundstimmung jetzt in diesem Jahr auch nochmal deutlich positiv zugelegt hat. Michael? Schließlich direkt mit einer personellen Frage an. Sie haben gerade gesagt, dass Luca Itter, Julian Green und Nico Gieselmann erstmal raus sind, heißt das auch für den Rest der Saison, damit sie sich komplett auskurieren können, weil also es sind nur noch drei Spiele, braucht man wahrscheinlich auch kein Risiko mehr eingehen bei den dreien, oder? Ja, nee, heißt es nicht automatisch. Aber jetzt gerade eben, ja, bei Nico war es ja auch ein muskulärer Setback, da wollen wir jetzt kurzfristig kein Risiko eingehen, aber danach heißt es auch noch an zwei Spieltagen die bestmögliche Mannschaft mitnehmen, dabei haben. Und bei Luca und bei Ju wäre es eigentlich schon gut, auch zu wissen, auf was von einem Stand sind wir denn jetzt gerade eben. Ja, das Schlechteste, was passieren kann, wäre, wenn wir jetzt irgendwie aus der Runde rausgehen, einfach so, um sie zu schonen. Und dann gehen wir in die Vorbereitungsphase rein und dann stellen wir fest, oh, ist doch nicht ganz so toll. Ja, das wäre jetzt richtig doof. Ja. Aber wir werden natürlich da gutes Mittel finden. Auch in der Entscheidung, ja, wenn es ein Risiko gibt, werden wir dieses Risiko bestimmt nicht mehr eingehen. Aber es sieht gerade eben nicht so aus, ja, weil alle sind auf einem guten Weg. Da haben die Jungs auch gut gearbeitet. Wir versuchen das auf verschiedenen Ebenen anzugehen. Und dann gucken wir, wer zum Schluss noch einsatzfähig ist, sinnvoll einsatzfähig. Michael? Die gewagte Taktik, also Sie haben es ja selber auch gewagt genannt, der maximalen Offensive in Wiesbaden ging eigentlich ziemlich gut auf. Jetzt sind Sie auch ein Freund von... Nach 16 Minuten. Ja, aber dann in den letzten 75 dann schon oder 80. Sie sind auch ein Freund von so ein bisschen Spektakelfußball. Jetzt kommen 13.000 Zuschauer, viele Kinder. Ist es dann die Herangehensweise auch für die letzten Wochen, dass man einfach auf maximale Offensive und auf Spektakel geht? Ja, ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel, dass nachher die Kids... Das letzte Mal, als relativ viele Kids da waren und jubelnd draußen gestanden sind, da haben wir 4-1 gegen Elversberg gewonnen und meine Laune war mäßig. Da war aber irgendwie die Schule von unserem, die Ex-Schule von unserem Co-Trainer Marco Konrad da und mich haben, keine Ahnung, 25 lachende Kinder angeschaut und es ist mir massiv schwer gefallen, zurückzulachen. Deswegen, ich freue mich, wenn die Kids da sind. Also, wenn du Papa wirst, dann ändert sich das alles ein bisschen. Meine Kids sind auch wieder da, dann haben sie vielleicht ein paar Spielpartner. Aber darauf werden wir es nicht anlegen, ja, sondern wir wollen einfach aus einem natürlichen Bedürfnis zu entertainen, wollen wir guten Fußball spielen.
und aus einem natürlichen Bedürfnis erfolgreich zu sein. Deswegen wird man versuchen, diese Offensivpower, die wir jetzt wieder entwickelt haben und die dann natürlich auch schnell der Blick wieder ein bisschen verschwimmen lässt, dass wir das davor nicht geschafft haben, die wollen wir wieder auf den Platz kriegen, auch im Interesse von einzelnen Spielern. Ja, Amindo will weiter treffen, Branne will weiter treffen, wenn es geht auch Elfmeter. Dennis will nicht nur vorbereiten, sondern auch selber treffen. Das war auch ein eminent wichtiges Spiel für ihn jetzt gerade eben. Ja, auch dort gilt es einfach gut aus der Runde rauszugehen mit einem Gefühl, okay, was muss passieren, damit Dinge funktionieren. Und genauso wollen wir das natürlich hinteraus stabilisieren. Ja, also ich habe jetzt keinen Bock, einen von unseren mit stabilsten Mannschaftsteilen, die Innenverteidigung irgendwie gefühlt in den letzten 3-4 Wochen, da jetzt zu sagen, macht es mal dahinter, ja, wir wollen da vorne Spaß haben. Also da bin ich jetzt auch kein großer Freund davon und ich glaube, unsere Innenverteidiger auch nicht, inklusive unserem Torwart. Michael? Daran anschließend die Frage nach der taktischen Formation. Das sah zumindest offensiv im 4-4-2 ziemlich gut aus. Jetzt fällt auch Simon Aster noch aus. Welche Rolle spielt auch sein Ausfall bei der Wahl der taktischen Formation? Eine massive. Ja, weil natürlich uns die Power von Simon immer hilft. Ja, du kannst immer von ihm, das habe ich auch schon anders gehört, aber du kannst immer von ihm 12 Kilometer Erwarter Plus und 25 Sprints so in dem Bereich. Und das hilft uns natürlich körperlich massiv auf dem Platz. Und dazu noch, wenn er einen Elfmeter rausholt. Also das fehlt uns schon und das ist auch der Anspruch an jeden, der auf der Position dann spielen sollte. Also unsere beste Ballbesitzfußballer auf den Platz bringen in den letzten 3 Spielen, bloß weil das vielleicht eine gute Idee ist. Ja, meine Grundphilosophie von Fußball ist vollkommen klar, die kennt, glaube ich, jeder. Und die hat ganz viel mit Energie zu tun und ganz viel mit Intensität. Und dann werden wir schauen, wie wir das am besten hinkriegen, ob mit einer Dreierkette oder mit einer Viererkette. Ich glaube, es ist auch gut für uns zu wissen, wir haben es ja auch innerhalb vom Spiel gewechselt und zwar nicht erst zum Halbzeit, wie fälschlicherweise der eine oder andere gedacht hat, sondern auch schon früher. Ja, also wir haben Tore mit der Viererkette und Tore mit der Dreierkette geschossen. Das ist ein gutes Gefühl. Martin Morawetz, DPA. Martin, wir können dich noch nicht verstehen hier. Vielleicht kannst du deine Frage kurz in den Chat eintippen, dann übernehmen wir die daraus, machen nochmal mit Michael Fischer weiter. Ja, 2 ganz kurze Fragen noch. Wie hat Walid Mamdi diese Höchststrafe in Anführungszeichen jetzt in der Woche jetzt verarbeitet? Er wirkte, wir haben es besprochen, sehr niedergeschlagen. Ist er dann auch einer dieser Spieler, der könnte die Energie ja womöglich mitbringen aufgrund der körperlichen Voraussetzungen? Warum fragt niemand, wie ich es weggesteckt habe? Ich habe ihn ja gebracht. Ich musste ihn rausnehmen. Ja, Sie sind ein bisschen erfahrener. Trainerteam. Ja. Ja. Hab trotzdem auch Gefühle. Das gehört dazu. Ja, Walid muss da dazulernen. Ja, Fußball ist nicht nur Instagram. Ja, Fußball ist richtig harte Arbeit und dadurch eine Klarheit in deinem Spiel. Und da ist jetzt auf eine letzte 4 Wochen eigentlich auf einer richtig guten Ebene. Aber er hat natürlich auch gemerkt, ja, dass ihn manche Dinge dann irritieren, sage ich mal. Und das darf auf dem Platz nicht sein. Ja, da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein, auch Philipp Müller, ja, ich bin überzeugt, dass er gesagt hätte, ja, nee, das hätte ich schon durchgehalten. Aber auch wir Trainer nehmen natürlich ein Bild vom Spieler mit. Ja, und ich habe dem Philipp schon ganz oft gesagt bei der U23, diese gelbe Karte doof. Ja, ich erinnere mich noch, ich war bei einem Spiel in Bayreuth, da hat er sich eine geholt, weil er einen Ball weggelegt hat. Der andere Sechser in der zweiten Halbzeit dann auch gelbe Karte geholt und irgendwann war der Peter gezwungen, der Trainer von der U23, einen rauszunehmen. Ja, und das sind einfach Sachen, diese Kleinigkeiten entscheidet auf Top-Profi-Level dann halt, in welche Richtung es geht. Und da müssen wir Entscheidungen treffen, bevor sie fallen. Ja, nachher kann man immer sagen, ja, wäre ja wahrscheinlich gut gegangen. Ja, wenn es nicht gut gegangen wäre, dann wäre es tatsächlich nicht gut gegangen. Und das ist halt dann schwierig für uns. Weiter, Kopf hoch, arbeite. Wenn du die Chance kriegst, zeige, dass du verdient hast. Und nicht nur im Konjunktiv spielen, das ist nicht gut. Willst du die zweite Frage noch gleich anschließen? Ganz kurz nur, darf Branimir Guta einen Elfmeter schießen, wenn es einen gibt am Samstag? Von mir aus ja.
Von mir aus kann Brani noch 5er schießen und der darf es trotzdem schießen. Ja. Weil ich kann nicht bloß sagen, Brani darf nur schießen, wenn er 100%ig reinmacht. Ja. Brani muss ein hohes Verantwortungsgefühl haben im Umgang mit Elfmeter, wenn er sich selber nicht sicher ist. Ja, dann soll er es einen Tim machen lassen oder einen Robby, solange der Juno nicht da ist. Aber der übernimmt so viel Verantwortung. Da wird dann manchmal auch gesagt, ja, das müsst ihr da draußen entscheiden. Nee, ja, es gibt einfach, habe ich auch lernen müssen in meiner Karriere, viele Sachen, die nur die Spieler auf dem Platz entscheiden. Ja, aber mit einem schlechten Gefühl darf auch ein Branimir Gotthard nicht zum Elfmeter. Dann die Frage von Martin Morawetz. Eine oder zwei Fragen sind es. Die erste: Hallo Herr Zorniger, nutzen Sie die letzten 3 Spiele nochmal, um weiteren Aufschluss über den Charakter Ihrer Spieler zu gewinnen? Oder wissen Sie längst, was Sie in puncto Haltung, Einstellung etc. von jedem Einzelnen zu halten haben? Weiß ich. Zweite Frage. Und in der dritten Liga übernimmt beim FC Ingolstadt bis Saisonende Sabrina Wittmann. Halten Sie das für ein starkes oder überfälliges Zeichen in Sachen Fußball und Gleichberechtigung? Wieso? Ich kenne sie qualitativ gar nicht. Weil sie ja Frau ist, oder was? Ja, ich gehe, ja, das liegt. Aus der Zeit sind wir draußen, wenn die Vereinsführung denkt, die hat die Qualität, dann fertig. Ja, aber ich brauche auch keine Gruppierung, die dann sagt, ist schon lange überfällig. Ja, jeder kriegt das zu dem Zeitpunkt, wenn es notwendig ist. Fertig. Ja, ich komme auch aus einer Gruppe, wo Trainer ohne Profi-Erfahrung niemals Trainer in der ersten oder zweiten Liga waren sind oder wahrscheinlich sogar dritte. Ja, bis irgendwann dann mal ein Ralf Rangnick und ein Thomas Tuchel, die entweder nett oder nicht so lang oder nicht so hoch trainiert haben, die Türe aufgemacht haben. Ja, und dann muss es nicht immer einfordern und dann muss es passieren. Wenn die Frau Wittmann eine gute Trainerin ist, dann soll sie Trainerin sein, bei den Männern oder bei den Frauen. Und wenn nicht, dann nicht. Ganz einfach. Gut. Ich schaue jetzt nochmal kurz, aber ich sehe auch im Chat keine weitere Frage mehr. Dann schönen Nachmittag. Bis Samstag. Dankeschön.